mir drin wächst. Ich kämpfe schon seit 6 harten Jahren dagegen. Dr. Emeril arbeitete an einem Heilmittel für das Cronon-Syndrom. Sie war die Einzige, die mir die Medikamente verabreichen konnte, die meine Krankheit kontrollierten. Paul? Und Jack hat sie mir weggenommen. Wie zum Teufel konnte das passieren, Martin? Wie ist es möglich, dass Sie sie entführen konnten? Paul, Ihre Krankheit spricht aus Ihnen. Ich bin auf Ihrer Seite. Ganz ruhig, alles. Sie entführten sie. Ohne Sophia gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Wir haben alles getan. Aber es gibt Kräfte innerhalb von Monarch, die gegen sie arbeiten. Ich glaube, Burke war nur die Spitze des Eisbergs. Das war nicht nur Joyce alleine. Sir? Wir haben Dr. Emeralds Laptop gerettet. Wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten. Ich komme sofort. Ich möchte Sophias Zahlen durchgehen. Wenn sie recht hat, dann verschlimmert sich der Riss deutlich schneller, als wir dachten. Sie kennen die Zukunft. Dr. Emeril tut das nicht. Ist das Rettungsboot überhaupt in einem aktivierungsfähigen Zustand? Sie versucht, sie zu überzeugen, dass ihr Zeitplan falsch ist. Warum? Damit sie sich beeilen und einen Fehler machen? Die Leute, die gegen sie arbeiten, sie könnte dazugehören. Tut sie nicht. Sind Sie bereit, den ganzen Plan dafür zu riskieren? Ich flehe Sie an, Paul. Warten Sie mit der Aktivierung. Lassen Sie mich klar Schiff machen, bevor das alles aus dem Ruder läuft. Wie wollen Sie fortfahren? Jemand arbeitete gegen mich. Jemand aus meinem näheren Umfeld. Martin Hatch. Sophia Emeril. Ich konnte ihnen nicht beiden vertrauen. Ich will, dass er unverzüglich festgenommen wird. Ich habe neue Informationen über Martin Hatch. Martin war jahrelang mein engster Berater. Ich begann mich zu fragen, ob das ein Fehler gewesen war. Sophia war loyal. Das war sie schon immer. Ich glaube immer noch nicht, dass wir ihr trauen können, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat. Sie weiß, wozu sie fähig ist. Sophias Forschung hatte mein Leben gerettet. Stärker konnte Loyalität nicht sein. Los, Emeril, reparieren wir eine Zeitmaschine. Ich sagte, ich versuch's. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es Sophia war. Ich konnte es nicht ignorieren, trotz allem, was wir durchgemacht hatten. Sie wusste, ohne ihre Medikamente sind sie verloren. Und dann nahm sie sie weg. Wenn sie sich gegen mich gewendet hatte, mit all ihren Kenntnissen, könnte der Schaden unermesslich sein. Sophias Daten waren immer gut. Ich vertraue ihr. Wir analysieren die Zahlen und treffen sofort Vorbereitungen für die Aktivierung des Rettungsboots. Gut. Ich bringe den Laptop in die wissenschaftliche Abteilung. Nein, ich denke, das mache ich selbst. Verstehe. Sir? Setzen Sie jemand auf Hatch an. Er muss ständig überwacht werden. Ja, Sir. Wird erledigt. Wir haben die Bilder der Sicherheitskameras ausgewertet und den Komplizen von Joyce identifiziert. Es ist Beth Wilder.
Sie ist eine unserer Agentinnen. Sie? Gott, sie ist von Anfang an dabei und sie arbeitet für Jack. Wo ist sie jetzt? Unbekannt. Aber wir sind schon an ihr dran. Nein, 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 nein. Sie darf nicht sterben. Noch nicht. Findet sie. Und was auch immer Mr. Hatch tut, ich will es wissen. Vermasseln Sie es nicht. Beth Wilder. Ich hörte ihren Namen zum ersten Mal. Aber sie ist da gewesen, in der Vergangenheit. Als alles begann. Sie war die ganze Zeit hier und hat von innen gegen mich gearbeitet. Und sie war nicht die Einzige. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Quantum Break und einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute etwas in einer anderen Form wie sonst. Grund dafür ist einfach, ich weiß nicht, ob man das über das Mikro hört, aber ja, mich hat eine miese, kleine, verräterische Erkältung heimgesucht, die jetzt dafür gesorgt hat, dass meine Nase dicht ist, dass mein Husten ein wenig schlimmer wie sonst ist und ich dadurch teilweise auch zwischendurch Probleme habe beim Sprechen. Und da ich euch halt auch nicht quälen möchte mit meinem Husten, habe ich mich dazu entschlossen, einmal kurz zur Begrüßung was zu sagen und einmal kurz zur Verabschiedung nachher der Folge. Und während des Videos werdet ihr keinen Kommentar von mir hören. Das heißt, ich werde während des Videos so komplett still sein. Ihr werdet, wie gesagt, nur einmal kurz zur Begrüßung und einmal kurz zur Verabschiedung was von mir hören. Ansonsten bin ich ruhig. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich möchte euch nicht quälen, weil mein Husten hört sich teilweise übertrieben an. Kann auch ziemlich laut werden und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein. Sie haben genau das werden, genommen, was ihr einen Hörsturz bekommt oder Dr. Emmel. Das hat sie zum wichtigsten Ziel gemacht. Gegebenenfalls ja, vielleicht stellten Folge sie klar. Monarch sperrte jeden Fluchtweg mit Barrikaden und Straßensperren ab. Ich musste aufs Festland mit dem Auto ging das nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt für die Folge meine Stimme ein wenig schonen im Hintergrund. Beth, und ihr könnt du musst mich abholen, die Straßen sind zu heiß. Und wir hören uns am Ende des Videos einfach kurz zur Verabschiedung. Ich sag dir Bescheid, sobald ich irgendwo hochkomme und mir die Brücke besser anschauen kann. Ich denke aber, es wird nicht möglich sein. Ich schau direkt auf die Brücke. Ganz schön viele Monarch-Leute. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich durchschleichen? Vielleicht. Oder ich komm dich abholen, du musst nur Bescheid sagen. Ich sitze hier draußen ziemlich auf dem Präsentierteller. Versuch dich also zu beeilen. Es wäre besser, wenn du mich auf das Boot holst. Monarch ist mir auf den Fersen. Ich mache mir hier nicht gerade Freunde. Wie geht's Dr. Emerald? Schlägt immer noch um sich und schreit rum. Wie lange brauchst du noch, bis du hier bist? Kommt drauf an. Ich schau mal. Sichtkontakt zu Joyce und Wilder. Wir suchen weiter. Ich kann hier nicht lange bleiben, Jack. Du musst dich beeilen. Ja, apropos. Schlechte Neuigkeiten? Ist wohl das Motto heute. Ich sehe mir die Brücke gerade an. Wenn ich nur in die Nähe komme, werden sich Unschuldige im Kreuzfeuer wiederfinden. Na gut. Irgendwelche tollen Ideen? Mal sehen. Unter der Brücke ist ein Pier. Da kannst du mich mit dem Boot abholen. Riesige Benzinwerbung. Nicht zu verfehlen. Schön hell, damit Monarch alles gut sehen kann. Wir haben keine andere Wahl. Wechsle auf Monarch-Frequenz. Ich melde mich. Ich bin in ein paar Minuten.
eben da. Also versetzt mich nicht. Für die, die eben erst eingeschaltet haben. Okay, wie kommen wir da runter? Wo ist die Rutschstange? Verdammt, ich beeile mich besser. Bitte sprechen Sie mit unserem Sicherheitspersonal, wenn Sie irgendetwas zu berichten haben. Da unten schleicht jemand rum. Hey, das ist Jack Joyce! Meine Kräfte sind aufgebraucht. Beth zu treffen war unmöglich, als die Anomalie eintrat. Ihr Boot hat sie nicht erreicht? Nein. Aber es gab mir die Möglichkeit, auf die Brücke zu klettern und dort an Monarch vorbeizuschleichen. Mehr oder weniger unbemerkt. Ich sollte auf die Brücke und sie überqueren, bevor diese Anomalie vorbei ist. Die Szene auf der Brücke war surreal. Das waren keine Polizisten. Sie hatten keinerlei Befugnis. Aber Monarchs PR-Maschine hatte ganze Arbeit geleistet. Sie waren die Helden, die alle beschützten. Und Sie waren der Terrorist. Ja. Sehr cool, Mann. Super, das lange. Oh je, ich bin nicht...
Okay. Okay, gut. Alles in Ordnung. Ich muss nur über diese verdammte Brücke kommen und dann habe ich es gemacht. Es ist wirklich übel. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste... Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen.
Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Wo? Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Wo? Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schleifen gefangen. Ja, verloren die Folge neigt sich dem Ende entgegen. So würde das Ende der Zeit aussehen. Ich würde jetzt einfach mal an dieser Stelle alles war einmal kurz wieder Chaos, ein Tönchen von mir geben. Und mich einmal so verabschieden an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Und ja, ich würde einfach sagen, wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss. Der Riss wurde größer.